Home ist die Geschichte von einem Außenseiter, von Marvin Hex, der mit knapp 18 eine alte Frau umgebracht hat in seinem kleinen Dorf im Norden Kaliforniens und dann fast 20 Jahre im Gefängnis war und der jetzt eigentlich zurückkehrt in sein Dorf zu seiner Mutter. Da fängt die Geschichte an. Und der eigentlich im Glauben das Gefängnis verlässt, das jetzt ja die Strafe abgesessen hat und Buße getan hat und dass er irgendwie weiterleben kann. Und das ist nicht so, weil natürlich in dieser kleinen Stadt die Verwandten noch leben von der Frau, die er umgebracht hat. Und er befreundet sich aber tatsächlich mit der, ohne zu wissen, wer sie ist, mit der Enkelin, die damals ein ganz kleines Kind war, der Frau, die er umgebracht hat. Das ist das eine. Und das andere ist halt die Annäherung wieder zwischen Sohn und Mutter. Das ist mein Sohn. Das ist ganz einfach. Der große Unterschied ist, als Regisseurin bin ich der Boss von allem und als Schauspieler bin ich halt nur Schauspieler. Also jetzt mal, um es netter auszudrücken, das Tolle am Regieführen ist, dass man eigentlich in allen Bereichen sich einbringen kann. Das heißt aber natürlich auch, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, die Experten auf ihrem Gebiet sind, sei das jetzt irgendwie Kamera, Editoren oder und so weiter. Also man darf eigentlich überall mitsprechen, man darf mitgestalten und als Schauspieler ist man natürlich eingeschränkter. Man hat dann so seinen Bereich, wo man gestalten kann und das ist auch okay, aber ich glaube, ich hatte irgendwann das Gefühl, ich habe auch in den anderen Bereichen etwas zu sagen und würde das gerne mitgestalten. Das war eigentlich schon länger der Plan und man war halt dann einfach mit den anderen Dingen des Lebens beschäftigt oder hat geschauspielert, aber das ist jetzt so ein Pfad, der sich für mich also aufgetan hat, den ich gerne weiter beschreiten würde. Das ist der Plan. Ich schreibe auch weiter und das mag ich sehr gerne. Leider sind die Prozesse immer sehr lang, einen Film vorzubereiten und so. Das ist halt so, aber das ist, glaube ich, mein Weg, ja. Das letzte Mal habe ich dich vor Gericht gesehen. Ja, stimmt. Ja. Ich werde mich nicht bedanken. Nur damit du es weißt. Wofür? Du hattest ja nichts getan. Aber vielleicht hätte ich was tun sollen. Ich stand nur da wie ein Idiot. Denkst du das, dass ich ein verdammter Idiot bin? Nein. Nein. Ich habe zugeschaut, als du sie gestoßen hast. Als du ihr verdammtes Gesicht zerschlagen hast, habe ich zugeschaut. Ich habe dich nicht aufgehalten.
Als sie da lag, das verdammte Blut überall. Warum hast du sie gekillt? Also meine tollste Erinnerung ist, da kann ich aber jetzt gar nicht sagen, welches Jahr das war. Wir liefen hier als Überraschungsfilm nach Trainspotting mit Lola Rent. Und es war so ein Testballon irgendwie. Das war auch spät. Also quasi, wenn man mal so frech sein will, also Trainspotting war unsere Opening Band. Und wir liefen dann relativ spät und das war fantastisch. Das war ein Riesenpublikum. Das war eine Stimmung wie im Fußballstadion. Und das war eine der ersten Vorführungen, die ich miterlebt habe. Und es war so berührend. Also wenn ich da jetzt noch dran denke, dann kriege ich Gänsehaut. Und das war auf dem Filmfest München.